Diskussionen, Absprachen bis zur letzten Minute. Doch schon wenig später steht fest, der Bundesrat stoppt das Gesetz zum Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder vorerst. Die Mehrzahl der Länder fordert vom Bund deutlich mehr Geld, um die Ganztagsbetreuung stemmen zu können. Das ist ein Projekt, das ist vom Bund angestoßen worden. Und vor diesem Hintergrund finde ich persönlich es auch wirklich unbefriedigend, dass die Bundesbeteiligung auf einem niedrigen Niveau verharrt. Das ist immer dasselbe Strickmuster. Der Bund legt zeitlich begrenzte Programme auf, lockt uns mit Investitionsmitteln, die durchaus beachtlich im einen oder anderen Fall sind. Und an uns bleiben dann die Personal- und Betriebskosten hängen. Jedes Kind, das vom Sommer 2026 an in die Schule kommt, sollte in den ersten 4 Jahren einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung bekommen. Das kostet. Einmalig beim Aufbau der Plätze, jährlich der laufende Betrieb. Es geht um Milliarden. Die Vorwürfe der Länder weisen die zuständigen Bundesministerinnen zurück. In dem Gesetz wird ganz klar festgeschrieben, dass wir nicht wie ursprünglich angeboten 2 Milliarden, sondern 3,5 Milliarden bereit sind, für diese Aufgabe aufzubringen und dass wir uns auch an den Betriebskosten beteiligen. Das ist ein ureigenstes Thema von Ländern und Kommunen, dass sie diesen Ausbau bewältigen. Wenn man grundsätzlich sagt, die Architektur, die föderale Architektur in Deutschland passt nicht mehr, da muss man das an anderer Stelle diskutieren. Die Fronten verhärtet. Nun wird im Vermittlungsausschuss ums Geld gestritten. Doch die Zeit drängt. Findet sich bis Anfang September kein Kompromiss, könnte das Gesetz mit der Bundestagswahl komplett verfallen.